Was zum Henker? Alter, werden die gerade irgendwie brutal abgemesselt oder so? Alter! Uncool! Obwohl, cool! Jetzt können wir da durchlaufen, ohne zu verrecken. Also können wir doch nicht gegen Soldaten kämpfen, okay. Hat er mich schon so ein bisschen gefreut, aber gut, ohne Strom wird... Oh Gott, nein, bitte nicht! Ich hasse diese Viecher! Die erwecken jetzt alle wieder und dann kommt der Real Shit. Dann kommt der Real Shit, Leute. Sterbt. Einfach sterbt einfach nur. Oh Gott. Lad nach! Stirb! Okay, dann nochmal nachladen. Okay, die haben wir. Jetzt nur noch diese kleinen Viecher da kaputt manchen und alles ist gut. So, noch diese Leichen jetzt zertrümmern. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Ja, oh, Credits. 2500 Stück. Hat sich doch gelohnt, die Leichen zu zertreten. Die kann man auch noch schön zertreten. Ah, ich liebe es. Ich liebe es! So, wo müssen wir lang? Ach, wir können immer noch keinen Wegpunkt benutzen. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass es da weitergeht. Vielleicht sind wir auch da rausgekommen. Ich weiß es gerade nicht. Aber jetzt gerade nicht so im Hinterkopf behalten. So, wie viel haben wir jetzt davon verballert? Wir haben auch... Ach, wir haben noch relativ viel, würde ich sagen. Benutzen wir die erstmal weiter. Ich finde, der hat einen geilen Rückstoß. Also einen ziemlich geilen Rückstoß hat er auf jeden Fall, muss man schon sagen. Okay, weiter geht's. Hallo, Freunde. Ach du Scheiße. Einfach nur zum Sichergehen, nicht, dass gleich wieder Viecher ankommen, die die ganzen Zombies hier zum Leben erwecken. Das wäre wirklich uncool. Kleines Medipack, sehr schön. Isaac, wo willst du hin? Keine Ahnung. Und darum bin ich hier, Isaac. Um dir den Weg zu zeigen. Alter. Du stehst doch auf, oder? Okay, ich hätte jetzt damit, fett damit gerechnet, dass er aufsteht. Oder der hier. Aber offenbar ist das nicht der Fall. Wir kriegen hier auf jeden Fall Credits und sonst noch was in den Arsch geschoben. Also, wir nähern uns wirklich dem Ende des Spiels. Denke ich mal. Es müssten ja so 13 Kapitel sein oder so. Öffnen wir mal. Wo geht's hier lang? Okay, das ist gut. Ich habe mir das schon gedacht, dass man von beiden Seiten rein kann. Den müssen wir auf jeden Fall auch noch zertreten. Was ist das denn? Ich gebe dir gleich Sicherheitspersonal. Kann ich jetzt durch? Jo. Wir mussten einfach nur so eine Leiche wieder davor halten. Alles klar. Analysierabol 1. Uncool. Ich höre schon wieder was und es ist richtig uncool. Wo seid ihr? Wo zum Henker seid ihr? Leute. Das ist extrem uncool. Oh Gott. Was sind das eigentlich für... Was zum Teufel? Was brodelt denn da so vor sich hin? Ist das Frittierfett? Nee, denke ich nicht. Warum sollten die in der Weltraumstation einfach mal so eiskalt zwei Bottiche voll mit Frittierfett haben? Wir sind ja nicht bei KFC oder Mc's. Okay, gut. Speichern wir erstmal ab. Zum 10.000. Mal in Folge. Wo müssen wir lang? Alles klar, wir haben jetzt wieder den Webpunkt. Sehr schön. Wo
Was zum Teufel? Und wieso überhaupt? Ich stehe auf diese Energiekanone und die geht richtig ab. Die Viecher können eigentlich nichts. Die können einen nur verlangsamen. Sonst können die wirklich gar nichts. Ja gut, die spucken dann nochmal zusätzlich auf einen. Aber wir speichern nochmal ab, weil wir ganze zwei Viecher gekillt haben und ich diesen unglaublichen Fortschritt festhalten möchte. Deswegen speichern wir nochmal ab. Und weiter geht's. Na, das hört sich doch freundlich an. What the fuck? Bleib weg von mir. Das Geile ist, mit dieser Waffe kommt sie einem überhaupt nicht zu nahe. Weil man die jederzeit wieder wegstoßen kann. Das ist so geil, die Waffe. Oh, scheiße. Außer wenn man so hart verkackt wie ich. Ach du Scheiße. Lad doch nach! What? Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Was? Ach du Scheiße, wie viel Schaden machen die bitte? Die haben mich einfach mal so und angehauen und ich bin direkt tot. Ach, ist das aber schön auf leicht. Auf normal. Oh mein Gott. Dann rüsten wir mal auf die Strahlenkanone um. Weil die haut einiges mehr raus. Scheiße. Ach ja, mit Leertaste konnten wir ja diese kleine Mine da setzen, die wir per Schuss zum Explodieren bringen können. Alter, die hat ja so einen richtig krassen Radius. Die hat gerade alle Viecher weggefetzt, kann das sein? Das glaube ich gerade zumindest, dass es alle Viecher weggefetzt hat. Wie viele? Mein Fresse, stirb! Alter! Habe ich gerade beide Tränke? Tränke, sag ich schon. Viel zu viel Skyrim gezockt. Habe ich gerade beide Medikits rausgehauen? Oh shit. Oh Mann, ich rede viel zu wenig in dem Let's Play. Das kostet mich so ein bisschen an. Ich kann auch wirklich nichts kommentieren, weil mich hier alles erschreckt. Wo bist du? Hä? Da war doch gerade noch was. Kleines Medipack. Sehr gut. Das erfreut mich. So, nachladen. Dankeschön. Wo geht's lang? Da geht's lang. Ach du Scheiße. Oh. Energiekanonenmunition. Alles klar. Was gibt's hier noch? Außer tote Leichen? Mehr nix. Ach ja, allein schon tote Leichen. Das ist auch so ein bisschen doppelt gemoppelt. Das sind die Abschirmungen, um die Markertests gebaut wurden.
Sekunden sollte das Signal komplett abblocken. Aber ich schwöre, dass das Demenzsignal noch immer durchkommt. Außerhalb der Abschirmung registrieren die Sensoren rein gar nichts. Aber wenn man den gleichen Sensor im Marker platziert, gehen die Ausschläge in die Höhe. Entweder wir haben etwas komplett übersehen oder... Aber ich weiß nicht was. Und wenn das stimmt, dann möge Gott uns helfen. Das muss er auf jeden Fall, anders kann ich es mir irgendwie auch nicht erklären, Bro. Oh mein Gott, wo geht's lang? Projekt Nebengebäude. Ach du Scheiße. Hallo Kumpel. Komm mal her. Genau, stirb. Das ist ja fast Isaac. Energiekanone. Wo ist die Bench? Da ist die Bench. Endlich mal wieder eine Bench. So. Hier gibt's noch Plasma-Energie. Sehr schön. Tote Wachsoldaten gibt's hier auch. Strahlenmunition gibt's hier auch. Sehr schön. Energiesperre. Ich hab doch einen Energieknoten. Ja. Hau rein. Was gibt's hier drin? Credits, Credits. Stase-Pack, yay. Halbleiter Rubin. Und ein mittleres... Die Pack. Was zum Henker war das schon wieder? Ach, Harpunenspeere. Wer braucht die Scheiße, bitte? Kein Mensch. Kein Mensch braucht Harpunenspeere. Die sind so extrem unnötig, das grenzt schon an... Was? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich drück... Wie schnell muss man bitte E drücken? Wie schnell muss man bitte E drücken? Wie schnell muss man bitte E drücken? Hallo? Hallo? Was zum Teufel? Ach du Scheiße. Was? What the fuck? Wie krank ist bitte das Spiel? Ach du Scheiße! Was macht das Viech da? What the fuck? Was zum Teufel? Ach du Scheiße! Wie krank ist bitte das Spiel, Leute? Oh mein Gott! Ich kann gar nicht... Oh mein Gott! Das Viech hat gerade nicht ehrlich... Alter! Oh mein Gott! Oh, ist das widerlich! Das geht gar nicht, Leute! Irgendwo ist auch die Grenze erreicht, ohne Witz! Jetzt dürfen wir den ganzen Spaß nochmal neu aufsammeln. Ist ja wundervoll. Da hinten gibt's auch noch was. Ach ja, aber zuerst, jetzt benutzen wir zuerst die Bench. Bevor wir den Energieknoten reinschweißen. Rick. Ach, das Leben haben wir schon erhöht. Okay. 4 Energieknoten. Ach, egal. Ich will mein maximales Rick-Upgrade. Ja, Leute, das geht doch ab. Mit so viel Leben kann man gut arbeiten. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir leider keine Energieknoten mehr, aber wir haben genug Credits. Wo ist der nächste Shop? Da geht's zum Shop, okay. Dann gehen wir einmal kurz zum Shop. Da müsste dieses Viech nicht spawnen. Ach du Scheiße, war das krank, Leute. Das war richtig krank. Oh nein, nicht diese Viecher. Wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott, wo bist du? Schade, ich kann die Kiste von da hinten nicht greifen. Ach du Scheiße. Komm mir bloß nicht zu nahe. Wo bist du? Wo bist du? Verarscht mich das Viech gerade oder was? Habt ihr,
das gehört? Ach du Scheiße, wo ist denn das Viech bitte hin? Oh mein Gott, diese Viecher kann man so nicht aufhalten. Das bringt's so nicht. Oh mein Gott.